Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, angesichts explodierender Energiepreise, ausfallender Stromnetze, kaputter Währung mit galoppierender Inflation, Massenzuwanderung, Deindustrialisierung, eingeschränkter Meinungsfreiheit, drohender Massenarbeitslosigkeit, Zerstörung des Mittelstandes mit wachsender Armut, fragen sich jeden Tag immer mehr Menschen, was steckt hinter all diesen Entwicklungen? Meine Antwort: Die globale Agenda hierfür wurde 1992 auf der Konferenz für nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro aufgestellt. Stichwort Club of Rome. Unter dem Deckmantel des Klimaschutzes und wohlklingender Phrasen von Nachhaltigkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit verbirgt sich ein totalitärer Staatsdirigismus, Mangelwirtschaft und die Kontrolle über alle Lebensbereiche der Menschen. Kurz, die ganze links-grüne Agenda von Habeck und Co. Dahinter steht eine Kumpanei von Politik und Großkonzernen, gesteuert aus den USA, die das gesamte staatliche Handeln in immer mehr Ländern in der Welt bestimmt. Das haben wir in der Corona-Krise sehr gut feststellen können, welchen Einfluss zum Beispiel Bill Gates auf die WHO genommen hat. Hinter dem Prinzip der Übernahme von globaler Verantwortung verbirgt sich der Wohlstandstransfer ins Ausland, zum Beispiel die 10 Milliarden Euro an Indien für angeblichen Klimaschutz, die Erhaltung von natürlichen Lebensgrundlagen, mein Smart Cities und die Vernachlässigung des ländlichen Raums bis hin zu solchen Sachen wie Krankenhausschließungen und so weiter und so fort. Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet Planwirtschaft statt Marktwirtschaft, staatliche Kontrolle über die Produktionsmittel, Absenkung des privaten Konsums auf allen Ebenen, Insekten statt Fleisch, Fahrräder statt Autos, Waschlappen statt Dusche. Da weiß doch jeder Deutsche, was sie wirklich wollen. Verbote statt Freiheit. Ganz nach dem Motto von Klaus Schwab: Du wirst nichts besitzen, aber du wirst glücklich sein. Das wollen wir nicht, und das will auch ich persönlich nicht. Und wenn ich nach Nachhaltigkeit gefragt werde, dann sage ich Ihnen, was die wichtigste Frage der Nachhaltigkeit ist. Wir müssen alles tun, um eine Eskalation des Ukraine-Konflikts zu verhindern und Frieden mit Russland zu schließen und eine europäische Sicherheitsarchitektur in Gang bringen. Und das setzt voraus, dass man auch die berechtigten Sicherheitsinteressen eines Gegners anerkennt. Und das tun Sie bis heute nicht, anstatt einer solchen Offensive. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe mich diesmal wirklich bemüht, die 3 Minuten einzuhalten. Vielen Dank.